Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Empyrion hier. Wir müssen, denke ich mal, schnell in unseren Panzer rein, weil hier radioaktiver Nebel ist. Wir haben ja beim letzten Mal noch versucht, unsere Gewehre zu verkaufen. Das haben wir leider nicht geschafft. So, jetzt hier auf dem Rückweg werden wir wieder noch ein paar Bäume mitnehmen, damit wir dafür unsere Munition genug haben. Da fliegen wir mal raus. Müssen wir noch höher pumpen. Bisschen geht noch. Ja, können wir schneller fliegen. Haben sie sogar noch eine Wache stehen. Komme ich hier rüber? Ja. Mal gucken, wie viele Bäume ich wieder umfahre. Den haben wir wieder umgefahren. Ich nehme hier noch so viele mit, wie es geht. Naja, war das nämlich schon mal erstmal auf Tash. Ich sehe nichts. Ich hänge hier an so einem Hügel fest. Zack, erstmal wieder Baum umgefahren. Ja, alle weg. Ich hänge wieder an irgendwas fest. Ups, das war ein bisschen schnell. Dann aber unsere Basis ja nicht bauen können, weil wir nicht genug Gold haben. Dann machen wir uns erstmal wieder auf den Weg ins Kriegsgebiet, das nächste System. Oh, ein bisschen zu schnell. Der Krieg und gucken, ob wir da genau ein bisschen Gold finden. Aber bevor wir dahin eiern, werden wir erstmal nochmal unsere ganzen Bohrer abfangen. Was für ein scheiß Gelände hier. Hier kommt zumindest mal wieder ein paar Bäume. Der Panzer ist fleißig am Fighten. Ich glaube, die Saurier wollten uns gerade angreifen. Könnte er ja lieber versuchen. Das war wieder ein bisschen zu schnell. Da werden sogar die Raketen raushauen, ne? Ey, da habe ich gegengefahren, der ist nicht weggegangen. 3,5 Kilometer noch. Teich weh. Tja, hier ist irgendwie kein radioaktiver Nebel eigentlich, zumindest laut Anzeige oben, aber ist immer noch alles grün.
So, sind wir gleich wieder zu Hause. So, da sind unsere ganzen Raumschiffe. Komm ich unten durch? Pst, da ist schon Beton. Die Basis ist auch fleißig am Schießen. Verfolgt uns irgendwas oder was? So, hier können wir wunderbar parken. Was schießt du denn? Tja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Basis immer noch am Schießen. Ich wollte gerade sagen, dockst du auch irgendwann nochmal an? So, was haben wir denn organisiert hier? Naja, immerhin 405, ne? So, das sind wir alles nicht losgeworden. Ist jetzt die Frage, nehme ich den Scheiß wieder mit? Ja, ich glaube, ich nehme den wieder mit. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch einen Händler bei den Kriel. So, einfach hier glotzen. Der ist auf jeden Fall noch am Arbeiten. 254 Gold. Also davon hat er 2 fertig und davon 1. Also hierfür braucht er noch 6 und davon noch 3. Hat hier auch aufgehört. Fehlt ihm irgendwas? Stromspule, Erestrum Gel. Ich habe mein Erestrum durchgeraucht. Davon hätten wir aber noch genug. Das packen wir mal da. Machen dich nochmal aus und mach dich nochmal an. Kannst erstmal ihr Restro machen. Sind auch schon die ersten fertig. Ja, von dem Rest haben wir eigentlich genug. So, der ist fertig. Kann erstmal wieder aus. Und ich würde mal sagen, wie viel haben wir denn hier drin? Baumstämme. 207. Pflanzenfaser können wir hier mal mit reinpallern. Lasse ich noch 100 hier. Rest nehme ich mit. Ja, dann kann das auch erstmal aus. Ich muss erstmal die Waffen hier irgendwo bunkern. Das bringe ich gleich noch weg. Dann bunkern wir den Scheiß erstmal hier. Obwohl, nee, warte mal. Nochmal alles zurück. Wir teleportieren uns erst zum Sternzerstörer. Bring den ganzen Kack erstmal weg. Steht hier halt. Scheiße. Wir brauchen mal was zum Fudern.
Pizza. Noch ein frittiertes Gemüse. Und ruhig noch ein frittiertes Gemüse. Da war Sauerstoff. Gib mal Sauerstoff her. Ja, sind wir schon richtig für die Baumstämme? Sachen packen wir hier erstmal wieder. Wieder zur Basis zurück. Ey, warte mal. Könnten wir eigentlich mal kurz zur Old Base? Die müssen wir auch irgendwann mal noch abreißen. Das mache ich zwar nicht jetzt, aber irgendwann müssen wir die noch mal abreißen. Ist sogar noch Action. Der ja immer noch unsere Wasserstation. Ist auch schon wieder ganz ordentlich fertig. Aber sie laufen sogar noch, ne? Über 4 Stacks voll. So, neues Wasser haben wir auch organisiert. Der Sprit reicht locker aus. Das wird auch erstmal hier geparkt. Ja, eigentlich hier doch noch mal, wenn ich noch unterwegs bin, kann es hier doch noch mal ein bisschen weiter werkeln. Wir machen erstmal damit weiter. Machst du mal 2? Du eine. Und danach machst du Fusis. Promethium ist noch ganz ordentlich drin. Wasser ist auch ordentlich drin. Da können wir ja auf Tour gehen. Ja, wo ging es denn hier los? Ich glaube, nach Dragutu mussten wir, ne? Ah, das ist auf jeden Fall auch die Gas Refinery. Hier müssen wir bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder einen Bohrer finden, der wie keine Ressourcen mehr hat. War ja bis jetzt eigentlich jedes Mal irgendeiner dabei, der unter sich nichts mehr hatte. So, wie sieht's hier aus? Ui! Ja, ja, mal richtig Strom verbraucht hier, wa? Läuft aber immer noch 39 Stunden.
Achso, ich bin auf Verwalten gegangen. Vollidiot. Gibt's hier was? Ich hab das schon wieder alles gar nicht mehr so richtig im Kopf. Das war der, wo ich alle abgebaut habe, ne? Oder? Ja. Hier ist nichts mehr. Da müssen wir ja nur weiter. Da kommen wir her. Hier war es irgendwas mit Swoosh, ne? Ist unser dritter Outpost. Da geht's hier im Strom aus. Noch jede Menge. Ja. Da sehe ich schon mit dem Bus. Achso, er ist jetzt hier. Ich hasse das, dass er immer noch bei dem Alten ist. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4 Bohrer. Das war abfahren. Ich brauche mal ein bisschen Licht hier. Aber schon auf hier. Die waren alle recht dicht beisammen, ne? Ja, hier nach Norden, leicht Osten und dann einfach rüber zur anderen Seite. Mal den Bus drehen hier. Da müsste es eigentlich sein, ne? Doch, ist ja schon der Bohrer. Ui. Ein bisschen zu weit geflogen, oder passt das noch? Oi, her. Sehr schön. Nach Nordwesten. Ja, da sind wir gleich da. Okay. Der hat mal nicht so viel gesammelt. Ja, ist die Qualität auch nicht so schön. Das war jetzt die Eisen hier als nächstes, ne? Ja.
jawohl, wir haben mal so einen Abheber geschafft. Okay, das Eisenmus war mal wieder ganz ordentlich. Warte mal, wir müssen noch weiter nach Norden, ne? Ach nee, 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 nee. Jetzt müssen wir nach Westen rüber. Da! Ach Mist, ich muss noch viel weiter nach Westen. Da ist die große Silizium. Also mal richtig grün hier. Ist er ja der Letzte. Das war auch nochmal ganz ordentlich. So, das ist wieder ab zurück. Oh ja, ziemlich. Der erbt wieder in die grüne Suppe. Die Sonne geht gerade unter. Ja, da sind wir mal richtig gut abgehoben. Ein bisschen mehr südlich müssen wir noch. Aber warum ist er im Moment so langsam? Verstehe ich irgendwie gar nicht. Berg hoch. Gott, ist das finster. Ich muss eigentlich gleich da sein, ne? Da ist die Basis. So, den Bus schön einparken. Naja,
Schön einparken ist was anderes. So, dann ab zum nächsten. Ach so, das war in die Richtung schon das Maximum. So, nur damit ich hier nichts vergesse. Nee. Nochmal überprüft, also hier gibt es wirklich nichts mehr. Arumis. Genau, da mussten wir auch noch hin. So unübersichtlich. Genau nach Shire hier drüben, da müssen wir auch noch mal hin. Und war hier auch noch was? Da, ja, da müssen wir auch noch hin. Also klappen wir dich mal zu, denn da waren wir schon. Dragutu machen wir auch mal zu, da waren wir auch schon. Dann machen wir erstmal auf Fingarum weiter. Wo ist denn meine Basis? Da. Ah, das ist auch Z1. Boah, wie sieht's hier aus mit dem Sprit? Ja, wunderbar. 102 Stunden. Da oben geht's los. Wie viel waren es hier nochmal? Eins, zwei, drei. Drei nur noch. Dann, so war der Wahl. Da ist der eine, da ist der andere. Und wo war jetzt der dritte? Wie finde ich den nicht? Ah, da. Okay, jetzt haben wir nochmal einen ziemlich weiter Weg hier. So, dann erstmal nach da. Da ist das Elestron. Der hat hier auf jeden Fall noch welches.
ist es gerade aufgeploppt. Da drüben ist die Drohnenbasis. Und da fliegt auch eine Drohne. Noch irgendwo eine im Weg hier. Boah, das Drohnenschein haben wir. Aber ich will mich jetzt eigentlich damit nicht belasten. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch genug Platz dann im Rucksack habe, wenn ich alle Ressourcen eingesammelt habe. Wo ist der Bohrer hier? Bin ich falsch? Nee. Bin ich jetzt blind oder was? Idiot, da ist er doch. Boah, Max, setz die Brille auf. Oh Gott, das war jetzt aber nicht gerade viel. Ist das weg? Ja, okay, Qualität ist jetzt nicht so dicke. So, jetzt den einen noch. Scheiße, wo war der nochmal? Da. Ich bin ganz ehrlich, diesmal mache ich mir einen Wegpunkt. Zu nah an der Drohnenbasis vorbei. Oh, da schon 1 Kilometer. Endlich sieht man mal wieder ein bisschen was. Kommt mir auch schön Dröhnchen. Ja, und ich hoffe dann, wenn wir wieder auf Tour sind, das werden wir wohl in dieser Folge nicht mehr schaffen, dass wir dann schnellstmöglich Gold finden, dann für diese Basis bauen können. Denn das ist mein Startpunkt, wenn die fertig ist, dann mache ich mich auf ins Zirix-Gebiet bis zum Heimatplaneten der Zirix, um die zu vernichten. Ich wollte nicht Ping raushauen. Da ist mein Bohrer. War auch nochmal ein Dröhnchen vorbeigeflogen, ne? Ja, Mensch, das Schiff steht doch. So, hier gibt es auf jeden Fall auch noch Erz. Ups, wieder geschossen. Ich wollte einen Ping machen. Hat er den scheiß Punkt? Ne, den hat er nicht weggemacht. Macht er den Punkt weg hier.
mach ich ihn halt selber weg. So, Punkt gesetzt. Und auf geht's. So, und dann hoffe ich, dass ihr mit dieser Folge am Ostersonntag eure Freude hattet. Und da ich euch letzten Donnerstag keine gegeben habe, gebe ich euch morgen am Ostermontag dann gleich die nächste Folge. Bis denne und ciao.